dann setzen wir erstmal nach Newcastle über. So, und wo ist jetzt die Einfahrt? Da ist nicht. Da ist ein Sendemast. Und ein paar Gabelstapler. Müsste hier sein. Jo. Nicht Polaris! Ey, ich bin doch echt so blind, oder was? Von meinem LKW? Immer ein gut soll er doch. Muss er wissen. So, und dann kommt halt immer wieder das hin, wenn man so einen Auftrag hat. Meldung, dass er gerade mit dem mit World of Trucks synchronisiert. So, und ab jetzt heißt es wieder links fahren. Jetzt hier noch irgendwo eine Geschwindigkeitskammer, hier Blitzer ist. Ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn er jetzt sofort anschlagen würde. Was zur Hölle? Wie schnell war der denn jetzt drauf? Der war schnell. So, und jetzt geht's hier von der Fähre Newcastle, oder zumindest bei Newcastle. Noch ein kleines Stück über eine Landstraße. Und dann. Das kommt davon, wenn man sich auf die Karte konzentriert. Dann geht's auch schon mal jetzt nach Charlize, oder wie das immer heißt. Charlize. Weiß ich jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall weiß ich, dass es auf der A1 geht. Um jetzt nochmal auf das Thema EEP zurückzukommen, bei dem Anlage, die ich jetzt versuche zu bauen, ist halt so, dass es halt keine Überholung geben wird, wie ich es erst geplant hatte. Da wird es trotzdem eine Nebenbahn geben, so einen normalen Durchgangsbahnhof sein, mit ein paar zusätzlichen Gleisen. Aber jetzt, die sind nur so als Anschauungsmaterial, nichts. Mal so. Ja, ich schiebe das schon so lange vor mir her, dass ich das EEP Let's Play wieder jetzt vorzuführen. Nie habe ich jetzt sowas hingekriegt, dass ich es jetzt irgendwann wieder fortführen kann. Muss ich erstmal sehen, wie ich das nächste noch hinbekomme. Gar leise. Da glaube ich, wird es ausgesprochen.
Und worauf ich auch noch warte, das sind dann die sogenannten Railcare-Containerwagen, die der AAE gehören, also einer Privatbahn, welche auch gleichzeitig Güterwagen vermietet. Und halt dein Hauptgeschäftsfeld ist die Vermietung von Güterwagen. Und das Besondere bei den Güterwagen, die die an Railcare, ein Schweizer Bahnunternehmen, verliehen haben, ist halt, dass da ein Rahmen mit drauf ist, weil die Container separat draufgestellt werden können. Aber vorwiegend Wechselbrücken sind das ja. Das ist so mit einem LKW. Das heißt, der LKW braucht nur noch daneben zu parken und kann dann über zwei Greifer, die dann auf der Ladefläche vom LKW angebracht sind, die werden dann auf den Wagen rübergefahren. Da auch dieser Rahmen, worauf dann die Behälter stehen, fährt dann halt runter, hebt den Behälter an und zieht ihn rüber auf seine Ladefläche, setzt ihn dort ab und kann weiterfahren. Ohne dass man da irgendwie einen Kran dafür braucht. Das ist halt der sogenannte mobile Verkehr. Was halt auch ÖBB nutzt es auch. Und halt Railcare nutzt es halt sehr häufig. Weil jetzt sind ja vor kurzem die 186er von Railcare rausgekommen, die jetzt bei BLS jetzt unterwegs sind. Zumindest die Vorbilder. Und es sind halt die vier gesonderten Lackierungen. Flashfire, Cat Eye, Black Pearl und Pink Panda. Halt nach irgendwelchen Edelsteinperlen benannt wurden. Was ist denn das hier für eine Brücke? Uralt. Und einer von hinten? Was zum... So. Jetzt kann es weitergehen. Das ist jetzt eine richtig schöne Stelle, wo man mal einen Screenshot machen könnte. Und jetzt warte ich halt noch, dass die Wagen rauskommen. Das sollte jetzt aber in nächster Zeit rauskommen. Habe ich auch vorbildgerechte Züge, obwohl die nie in Deutschland gefahren sind. Jetzt wo die Loks, die gehören ja mehr dem einer Vermietungsgesellschaft, die hat dann der BLS dann gegeben. Dafür hat dann die BLS im Gegenzug dann andere E-Loks von die der BLS Cargo gehört haben, dann an die Railcare abgegeben und die wurden dann halt entsprechend lackiert. So, und dann sind wir auch schon fast da. Mal sehen, ob ich noch einen Auftrag innerhalb von Großbritannien bekomme. Was halt nur mal zeigen kann, wie wo werden die Aufträge angezeigt und so. Halt nochmal für die, die das noch nicht so richtig kennen. Und ich habe Schmutz auf meiner Brille. Aufenthalt. Ich glaube, da ist gerade eine Figur durch meine LKW geklitscht. Lumi. Und ich habe jetzt halt vor, wenn dann die Wagen dann rausgekommen sind, halt die mit auf der Anlage dann zu verwenden.
Neben drei Zügen der Pharma-Metrans. Weil ich halt so viel Material für diese Container zu von denen habe. Ach du Scheiße, eine Dynamitlieferung. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie viel Schaden da bekommen hat. Ja, Synchronisation. 10 Aufträge habe ich bisher erledigt. 3,7 geht ja noch.